herzlich willkommen bei Ellens Chaos Kessel. Heute möchte ich mit euch zusammen ein Kräuterbrot backen und wir fangen auch direkt an. Wir benötigen dazu 250 Gramm Wasser. Gehen wir mal direkt in unseren Mixpot. So, gucken wir mal, das wird ziemlich genau. 250 Gramm. Das haben wir. Und dazu geben wir 30 Gramm Hefe. So, gucken, ob die Hefe noch gut ist, weil ich die schon sehr lange im Kühlschrank hatte. Die nehme ich nicht. Dann nehme ich eine frische. So. Gut, dass der Kühlschrank gleich um die Ecke ist. So, jetzt geben wir 30 Gramm Hefe rein. Jawohl. Und das erwärmen wir jetzt 2 Minuten. Machen wir jetzt natürlich Deckel und Ding drauf. Das dürfen wir nicht vergessen. 2 Minuten, 37 Grad auf Stufe 2. So, jetzt noch die Abkühlzeit von 8 Sekunden. Die warten wir natürlich auch noch ab. Und dann geben wir in den Kopf, in den Kopf. Und zwar 50 Gramm Olivenöl, die Waage wieder an. Das sind jetzt 55 Gramm, aber ich glaube, das macht nicht viel aus. Und das Mehl. Ich habe jetzt hier ganz normales Weizenmehl. Es steht Weizenvollkornmehl. Ich denke mal, mit Weizenmehl geht das auch. Und da brauchen wir 600 Gramm. Geben wir das jetzt auch rein. So. Na komm schon, die 5 Gramm. Jetzt haben wir 605. Das ist okay. So, jetzt wird das Ganze 5 Minuten. Was? Das Olivenöl zu geben? 5 Minuten. Heute ist nicht mein Tag. Ich vergesse am laufenden Band den Deckel. 5 Minuten mit dem Kochlöffel Teig knet, sagen wir mal. Und dann lassen wir das jetzt mal kneten. So, der Teig wurde jetzt schön geknetet. Der sieht auch sehr gut aus. So sieht der Teig aus. Oh, der riecht auch schon lecker. So, jetzt kommen in den Topf rein. Und zwar 3 bis 4 Esslöffel Kräuter. Das habe ich schon alles hier drin, was ich jetzt aufzähle. 1 Teelöffel Salz habe ich hier mit drin. Und das gebe ich jetzt mal mit rein. Ich habe auch noch ein paar Pinienkerne mit rein, weil wir das eben gerne mögen. So, dann eine ganze Zwiebel. Ich habe die klein gehackt. Da steht da zwar nicht drin, aber ich frage mich, wie die sonst klein werden soll. Die gebe ich jetzt auch komplett rein. Wir mögen gerne Zwiebeln. So, und die Knoblauchpaste. Ich habe vorhin mir selber eine eigene Knoblauchpaste hergestellt. Den Link werde ich unten drunter posten, dass ihr die nachmachen könnt. Und zwar steht da 1 bis 2 Teelöffel Knoblauchpaste oder eine frische Knoblauchzehe. Ich werde jetzt nicht 2 Teelöffel reintun, sondern einen.
man darf nicht vergessen, mein Mann muss ja auch noch arbeiten im Büro. Da ist das nicht so prickelnd. So, das Ganze wird jetzt nochmals 3 bis 5 Minuten. Das machen wir auch. Dann mache ich 5 Minuten, das schadet nicht. Und nochmal auf die Knetstufe. Knetteig. Ne? Und das lassen wir jetzt nochmal alles schön durch. So. Jetzt müssen wir den Teig aus der Schüssel holen. Aus dem Thermomix raus. So sieht das. Boah, das riecht lecker, kann ich euch sagen. So sieht der Teig jetzt aus. Den gebe ich jetzt in meine schon bemähten Schüssel. Hier werde ich das jetzt reintun. Und dann muss das Ganze 1 Stunde lang gehen lassen. Der Ersteller des Rezeptes, der hat hier noch einen Tipp gegeben. Und zwar den Teig in eine Schüssel geben und zugedeckt 1 Stunde ruhen lassen. Ich stelle die Schüssel in ein warmes Wasserbad. Das lässt den Teig schön aufgehen. Also ich werde das nicht machen, weil ich eigentlich, glaube ich, nie Probleme hatte mit dem Teig. Ich werde den jetzt einfach schön zudecken und 1 Stunde im Topf gehen lassen. Und wenn die Stunde rum ist, zeige ich euch das. So, da sind wir wieder. Die 1 Stunde Zeit ist rum. Guck mal, wie sich der Teig wirklich ums fast Dreifache vermehrt hat. So, der Teig muss jetzt nochmal durchgeknetet werden. Das machen wir jetzt auch mal. Ich werde mir jetzt auch hier meine Fläche einmähen. Ich schiebe euch mal ein bisschen nach links, damit ihr ein bisschen was seht. So, ich mähe mir das jetzt hier schön ein. Auch meine Finger so ein bisschen. Und dann hole ich den Teig aus meiner Schüssel. Guckt euch das mal an, wie schön der geworden ist. Richtig, richtig toll. So. Boah, was riecht der lecker. Der Knoblauch und die Zwiebeln. Ein Traum. So, den müssen wir jetzt noch mal kurz durchkneten. Das werden wir auch jetzt mal machen. Immer schön hoch. So. So, den tun wir jetzt mal so in eine Form. Ich habe mir hier meinen Römertopf genommen. Ich habe den ein bisschen eingefettet und mit Mehl rein. Ich muss unbedingt wieder mein Backtrennmittel machen. Das habe ich eigentlich am liebsten. So, jetzt drehe ich mir den noch schön, wie ich den brauche. Vom Pinselhaar. So. Jetzt kommt er so in meiner Form. Jetzt werden wir mit dem Messer Rauten eingeben. Ich nehme für sowas immer gerne ein Brötchenmesser. Das ist wahnsinnig scharf und man kann die Rauten so schneller eingeben. Beziehungsweise viel, viel schärfer. Ich werde die auch diesmal nicht so tief machen. Da habe ich es auch mit. Ich schneide es oft zu tief rein. So. Jetzt bestäube ich das auch noch. Erstmal tue ich noch ein bisschen Wasser drauf. Ich mache einfach meine Hand nass. Bisschen Wasser und Mehl drüber. Und dann lassen wir das noch mal 15 Minuten gehen. Ja, das Ganze sieht jetzt so aus. Sieht ja schon mal ganz toll aus. Das muss jetzt noch mal 15 Minuten stehen bleiben. In der Zeit heizen wir den Backofen auf 250 Grad vor. Ja, und dann sehen wir uns in 1/4 Stunde wieder, beziehungsweise ich mache das gleich so. Ich sage das jetzt direkt, wie es weitergeht, und zwar den Backofen auf 250 Grad vorstellen. Und wenn die 15 Minuten Ruhezeit noch rum ist, ich werde das auch nochmal schön abdecken, das Brot in den Backofen schieben. Hier steht jetzt 40 Minuten auf 220 Grad backen, 20 Minuten dann auf 180 Grad und 10 Minuten
bei ausgeschaltetem Ofen nochmal ruhen lassen. Genauso werde ich das auch machen. Ja, und wenn das dann gebacken ist, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, auch die 15 Minuten Gehzeiten sind rum. Mein Brot sieht jetzt so auch aus. Das kommt jetzt bei 220 Grad erstmal für 40 Minuten in den Ofen. Dann drehe ich den Backofen runter auf 180 Grad und so bleiben die letzten 20 Minuten. Und dann mache ich den Backofen aus und dann bleibt er nochmal 10 Minuten drinne. Ja, und wenn das alles gemacht ist, sehen wir uns wieder. Ihr Lieben, so sieht nun mein Brot aus. Ist der nicht toll geworden? Ich finde den wunderbar. Der ist gerade aus dem Backofen raus. Ich habe den gebacken, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Ich wollte den auch nicht ganz so dunkel werden lassen. Von daher, ich finde, der sieht toll aus. Geschmacklich werde ich später einen Kommentar dazu schreiben. Ja, und wie gesagt, wenn euch mein Video wieder gefallen hat, ihr wisst, über einen Daumen hoch freue ich mich immer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ciao, eure Ellen.